Na, wie geht euch das? Wir sind wieder beim kleinen KI-Turnier aus der Modschmiede. Das zweite Viertelfinale steht an und Team Hauskaiser gegen das Team der Arsch und der Fließ. Jo, also, wir gucken noch mal kurz in die Tabelle. Ja, Achtung, Spoiler, wer das letzte Spiel noch nicht gesehen hat, hier noch nicht reingucken. Also, beim letzten Mal hat sich hier ja ein Team deutlich durchgesetzt und heute zwischen Hauskaiser und der Arsch und das Fließ wird quasi der zweite vom ersten Halbfinale ermittelt. Und ja, so, wir haben wieder eine ganze Menge vor uns. Wir wissen hier Bescheid, wir losen einmal die allererste Karte aus. Klack, 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 klack. Großer Moment. Bup, bup, bup. Oha! Erstes Spiel auf Fading Riches. So, dann müssen wir jetzt auch diesmal noch auslosen, wer die Anfangsseite bekommt. Oha! Das Glücksrad ist hier voll aktiv. Ich habe leider keine netten Damen, die man hier dabei angucken kann. Und ah, der Arsch und das Fließ. Jawohl, denn ist hier jetzt alles vorbereitet. Also mir wurde zugetragen, Jason vom Fließ und der Hausmeier sollen immer an den Frontpositionen stehen. Ja, mehr Seitenwünsche wurden nicht geäußert. Wir gehen einfach davon aus, immer unten links. Und ja, wie ihr schon gesehen habt, erstes Spiel auf Fading Riches. Ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber das hört sich hübsch an. Weiß einer, was das heißt? Ja, natürlich Fading Riches, die schwindenden Reichtümer. Und die Karte, müsst ihr wissen, ist natürlich von einem sehr renommierten Kartenbauer, nämlich von mir, dem einzig wahren Lord Hühnerfutter. Ich schäme mich richtig für dich, Hühnerfutter. Ja, so. Ich auch. So, ich habe jetzt Lord Hühnerfutter dabei. Wir legen direkt los. So, hast Brille auf? Ja. Ja. Alles klar. So, wir sehen hier unten Jason vom Fließ und den Arsch mit Ohren. Ja, der Arsch und das Fließ. Ja, und ist ja jetzt gleich ein ganz gemütliches 2 gegen 2. Also kein wirkliches Close Combat. Hier haben wir den Hausmeier und der unwohle Kaiser Pinguin. Ja, der ist ja im Free-for-All nicht so gut gestartet, aber man sieht hier auf jeden Fall schon, was er jetzt wieder hat. Ne? Die Kathedrale. Ja, Hühnerfutter? Ja? Irgendwelche Vorhersagen hier an das Spiel? Also ich glaube, dass der Hausmeier hier wieder richtig wuselig sein wird, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass hier der Arsch mit Ohren einfach dem eins auf den Deckel gibt und ihn halt umhaut. Ja. Naja, das Ding ist, auch Jason ist auch von Conti, ne? Also, wir haben hier quasi ein Spiel zweimal derselbe Ersteller, nur in gegnerischen Teams. Also, ja, hier ist so ein gewisser Interessenskonflikt, könnte man so sagen. Also, ja. Ja, er kommt zwar auf jeden Fall mit einer KI ins Halbfinale, aber vielleicht zum Unmut des Teampartners. Wer weiß, ne? Also, hier sind schon einige Armbrustschützen. Ja, die Karte hattest du ja, was hattest du dir damals gedacht bei der Karte? Weißt du das noch? Nee. Uff, nee, das ist ja auch schon ein Relikt alter Zeiten, die Karte hier. Also. Ah, naja, muss auch 21 gewesen sein, ne? Hier auf jeden Fall so ein paar sichere Ressourcen, ne? Die ganzen Apfelfarmen hier hinten ist auch ein Steinbruch. Wir gucken uns mal die Truppenzahlen an. Ja, der Hausmeier ist hier tatsächlich schon aktiv. Der schickt hier einige Sklaven rüber. Oh. Gegen die Feuerballiste. Uff. Ja, knapp. Fast hätte es gereicht. Ja, aber nur fast. Ja, ach guck mal. Der schickt hier sogar jetzt Zlinge. Das macht der Hühnerfutter ja mal abends im Bett. Zlinge. Uff, hier Rehe abgeschossen. Ja, also traust du dich ohne Feuer? Du bist ja jetzt hier ein ganz, ja, ja. Ich schwitze schon, Nevikov, ich habe Angst. Uff,
Ja, traust du dich hier zu sagen, für wen du bist? Ich habe so viel vom Kaiserpinguin ehrlich noch nicht gesehen. Von dem her würde ich einfach mal ganz gerne das Team hier oben sehen und wie das so läuft, wenn es mal ausgebaut ist. Ah ja, okay. Es gibt natürlich Ärger von dem Team hier unten, ne? Von, ich meine, Conti wird es egal sein, der ist in beiden Teams, aber natürlich, das gibt Ärger von Lord Phoenix. Ach, damit kann ich leben. Naja. Vielleicht musst du ihn ja mal anlehren im nächsten Kai-Turnier, wer weiß das schon. Ja, also... Ja, dann gewinnt er ja alles. Bitte? Dann gewinnt er ja alles, Nivikov, das geht ja auch nicht. Ja, deine KIs im anderen Template hat man natürlich schon so eine gewisse Tendenz gesehen, ne, dass deine KIs natürlich auch immer besonders gut sind, ne, ohne dass die defensiv irgendwelche Kniffs und Tricks haben. Ich glaube, wir haben ja beide nie Pech benutzt, ne, und nie irgendwelche Defensiv-Sachen, aber trotzdem immer zu den besten KIs, ne, so vom Durchschnittsabschneiden, ja, das ist natürlich... eine gewisse Qualität. Man braucht ja nicht immer alles, ne? Richtig. Und ja, geht ja hauptsächlich darum, ich meine, das sieht man hier selbst schon in den Spielen, ne? Gerade das letzte Spiel. Aber gut, du hast das jetzt noch nicht zu Ende geguckt, ne? Nee, ich bin irgendwo in der Mitte. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Eigentlich hätte ich jetzt gerne gespoilert. Aber gut, ich meine, man hat schon so eine gewisse Tendenz generell erkannt, ne, im Turnier, dass gerade die großen Brecher... nicht unbedingt immer so gut sind, dass sich das eben auch oft lohnt, einfach mal ja so ein bisschen kleinere, schnellere Truppen zu machen und eben auch schnell aktiv zu werden. Ne? Gerade wie der Hausmeier, der wird zwar gerade ganz unten gewertet, hat aber gerade die meisten Truppen, ja, Jason hält ungefähr so ein bisschen mit, ja, sind ja beide hier von Conti, er greift sich quasi auch selber an, uff. Da kommen jetzt sogar hier die dicken Pinguine rübergewatschelt. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, doch, ich schon, aber zum Anfang hatte er die frühe Kathedrale, denn hat Kaiser Friedrich sie ihm testweise mal weggenommen, weil er dachte, dass er dann besser funktioniert. Aber ja, wenn man eine Kathedrale hat, man muss sie auch früh bauen. Das lohnt sich einfach mehr, dann kann man von Anfang an die... Mönche als billige Truppen rausdrücken, ne? Oha! Da kommt hier eine ordentliche Truppe vom Arsch mit Ohren. Oder sind das Sorties? Ja, müssten Sorties sein. Oder? Man weiß das nicht so genau. Ja, doch, so wie die rumrennen, sind das schon Sorties. Aber der macht hier dem Hausmeister schon richtig Stress und jetzt greift er auch noch an. Oha! Jason greift hier an. Ja, ist noch nicht allzu viel Punch dahinter, aber ist schon mal zumindest die erste Ansage. Oh, Feuerwehrliste kann immer gefährlich werden, aber gut, sofort zerstört. Ich glaube, er hat auch einige Backup-arabische Schwertkämpfer, wenn ich mich richtig erinnere. Ja gut, die machen jetzt hier noch nichts, aber wenn er mal aufgemacht wird, können die auch schon reinstürmen. Ich meine, er kann ein bisschen Gold sammeln in der Zeit, ne? Oder halt Sachen ausbauen. Ich guck mal rüberziehen, weil da wird eh nichts passieren. Ja, er kann hier auf jeden Fall noch truppentechnisch in der Defensive ordentlich nachlegen, glaube ich, ein bisschen. Hier Wachtürme mit Armbrustschützen. Und stimmt, er hat auch arabische Bogenschützen. So, die ist natürlich auch ein sehr, sehr teures Vergnügen. Kann immer nach hinten losgehen. Gerade bei so einem kleinen KIs. Und ja, der Kaiserpinguin, uff, zusammen mit dem Hausmeier. Einmal angezündet. Fackelt noch ein paar Mönche ab. Ja. Aber gar kein Problem. Ja, wir gucken mal wieder in die Werte rein. Ja, ist schon jetzt so ein bisschen zurückgefallen von den Truppen. Alle anderen hier schon über 100. Aber gut, die anderen haben noch nicht angegriffen. Kaiserpinguin steht hier schon an der Spitze. Mal schauen, wie seine Angriffe dann... laufen, ob die was machen oder nicht. Ja, oh, jetzt greifen alle gleichzeitig an. Oh, der hatte Leitern angelegt. Wir haben schon öfter mal gesehen, der Hausmeier extrem anfällig ist für Leitern. Ah ja, nee, aber die rennen alle ins Feuer. Auch ja, gut. Die Leitern wurden schon alle vorher kaputt gemacht. Dann gucken wir jetzt hier mal rüber. Oha, hier ist schon einiges im Gange.
Oh ja, und die Katapulte können da vorne natürlich auch immer richtig heftig rein. Das ist hier bei Jason vom Fließerton immer richtig eklig. Weil hier die Gebäudefront vorne ist. Und die da immer richtig krass reinscheppern, aber sollte auch eine ganz bewusste Schwäche sein. Ja, da kommen die dicken Wackelmönche hier an. Einige Slinger und hier arabische Schwertkämpfer, die Hauptarmee vom... Der brennt! Wiu, wiu! Ja, Hühnerfutter, was hast du Tipps für Leute? Also ich baue seit dem ersten KI-Turnier keine KI mehr mit weniger als 7 Brunnen. Also kann ich nur empfehlen, es hat funktioniert. Ja, gibt kein Problem. Ach ja. Oh, das sieht auf beiden Fronten gar nicht gut aus. Hier oben, Jason wird schon ordentlich eingescheppert von den ganzen Katapulten hier vom Kaiserpingel. Und ja, das ist halt quasi so ein bisschen seine Premiere, ne? Dass man ihn mal so wirklich richtig in Aktion sieht. Und ja, gibt kein Problem, würde ich sagen. Der läuft hier schon richtig rund. Jo, hat 3000 Gold angesammelt, aber ja, auch Lord Phoenix hatte nochmal eine Anpassung geschickt. Ich weiß gar nicht mehr, was er angepasst hat. Ich glaube, das waren in der Angriffsarmee wieder ein paar Zahlen. Aber er hat es auf jeden Fall einigermaßen gut geschafft, dass er sich löscht. Also er ist nicht komplett vogelwild abgebrannt. Das kann man konsternieren. Ist schon mal ein Anfang. Geht noch besser. Ja. Geräusch bitte, Hühnerfutter. Ja, ey, vor allem hier richtig dreckig hinter der Farm versteckt gewesen gerade. Und ja, der hat halt auch keine hohen Türme mit Ballisten oder sowas. Das heißt, er muss sich hier darauf verlassen, dass er mit den Sorties rauskommt. Da kommen hier sogar wieder Slinger rüber vom Hausmeier. Aber so wie die da hinter der Farm stehen, die Sorties erwischen die einfach nicht. Ja, wir gucken mal. Ja, nee, jetzt gehen sie da oben. Oh. Und jetzt ist ein Doppelangriff. Das kann schon richtig gefährlich werden hier. Ja, ich glaube, Jason vom Vlies hat knapp unter 100. Auch der Arsch mit Ohren hat nicht allzu viel mehr. Also gerade, was die Truppen und die Aggressivität angeht. Jason hat zwar als erster angegriffen, aber seitdem hat sich das Blatt komplett gewendet und die beiden hier oben, das Team Hauskaiser, viel aktiver. Ja, der ist ja auch schon richtig im Bedrängnis. Die Mönche können den vielleicht jetzt auch einfach umhauen. Ja, also die Hauptarmee vom Kaiserpinguin sind Mönche und arabische Schwertkämpfer. Ist schon offen. Jo. Ist schon offen. Und das sieht sehr, sehr stark danach aus. Ah, wohl, hier ist nochmal zum Ende Substanzverlust. Wie viele sind das noch? Uff, er schafft's nochmal. Das reicht einfach nicht. Ja. Da zieht er wieder ab, da kommen noch mehr Wackelmönche, aber da kann vielleicht hier der Arsch mit Ohren von der anderen Seite auch nochmal ein bisschen Schützenhilfe leisten. Ich gucke mal, er hat 111 Truppen. Vielleicht mit einem ganz, ganz bisschen Glück die einzige Hoffnung, die ich mir vorstellen könnte, wenn der Arsch mit Ohren auf dem Hausmeier ausrückt, während der gerade angreift und ja, ich glaube, der nächste Angriff, guck mal, die Katapulte fahren selbst bis hier vorne schon hin, ey. Der hat immer noch kein Ausbildungsgebäude wieder aufgebaut, also ich glaube, das wird nichts mehr, nee, mit Jason. Keine Steinbrüche mehr, mein Holz ist hier noch einiges am Start, ne, das erinnert mich, du hattest die Steinbrüche ja hier relativ offen hingebaut, ne, damit die immer gut redbar sind. Ja, da kommen auch wieder ein paar Mönche, aber diesmal ganz gut abgewehrt. Also aktuell die arabischen Bogenschützen-Sorties noch kein Totalausfall. Aktuell lohnt es sich noch. Ja, aber da ist schon wieder die nächste Katapulttrommel, die sich da anbahnt. Ich gucke mal ganz kurz zur Sicherheit hier unten hin. Ist das schon der nächste Angriff oben vom Kaiserpinguin? Ah, noch nicht. Nee. Nur Sorties. Das sind nur Sorties. Ja, das ist natürlich auch als Raid-Einheiten schön billig. Können mal rausgedrückt werden. Ja, jetzt kommen sie. Oh, die stratzen hier sogar durch die Burg einfach nebenlang.
Ja, das sieht für Jason vom Vlies und generell für der Arsch und das Vlies sehr, sehr schlecht aus. So, jetzt ist der große Moment. Der Hausmeier rückt aber noch nicht aus. Das ist die einzige halbwegs gute Chance jetzt, dass hier das Team der Arsch und das Vlies im ersten Spiel überhaupt noch irgendwie zurückkommen kann. Das wird, glaube ich, relativ sicher der Kill werden. So, die Leitern haben angelegt, aber der Hausmeier bleibt einfach zu Hause. Uff. Jason wurde in der Zwischenzeit schon getötet. Vielleicht mit einem guten Knubbel? Ach, die sind oben auf dem Turm geknubbelt, ne? Uff. Uff, reicht nicht. Ja. Das sieht schlecht aus. Uff, guck dir mal. Gottes Willen, da ist ja gar nichts gestorben. Nee. Alter, also, ja, man hat den Kaiserpinguin nie gesehen und der ist auch gar nicht großartig verändert worden, muss man an der Stelle sagen. Das ist so ein bisschen ganz, ganz kleine Anpassung gewesen, aber ja, er ist halt einfach im Free-for-All nie dazu gekommen. Hat immer so ein bisschen Pech gehabt neben seinen Gegnern, immer unterdrückt worden, ja, aber wie man sieht, wenn er einmal richtig steht und jetzt, wenn die Kathedrale da ist, denn kann der richtig fett Druck machen. So, ich mach jetzt hier mal a little bit faster. Die Wackelmönze kommen wieder. Auf. Was ist eigentlich mit dem Hausmeier? Ja, der Arsch mit Ohren hat da eigentlich mit den Raids und Sortis über, schon den Vorteil über dem Hausmeier, aber jetzt, wo der Kaiserpinguin noch mithilft, glaube ich, so lang hält er nicht mehr. Doppelangriff, er schließt sich an. Oh, das finde ich immer sehr, sehr geil, wenn hier so richtig viele Zelte aufgebaut werden. Oha. Ich glaube, das reicht schon, oder? Ja, halt, sofort stehen bleiben. Ja, das wird auch reichen. Die Frage ist... Was? Das Pech. Aua. Ja, was würdest du Lord Phoenix raten? Weg damit! Alles weg! Ja, du musst ihm verzeihen, Hühner, von der es ist wirklich, das ist seine allererste KI gewesen. Na, ich lasse es noch durchgehen. Jo, der Kaiserpinguin holt den zweiten Kill. Ja, ganz starke Performance, uff. Ganz normale Anzahl an Belagerungsgeräten da oben, ja, auch ich denke zu Recht der mächtigste Herrscher, ne? Ja, der war hier schon richtig aktiv. Ja, ja, wenn der Arsch mit Ohren vielleicht nicht angezündet worden wäre, schwierig, ja, ist halt sehr glücksabhängig. Ja, Jason relativ schnell untergegangen, kann man nicht anders sagen. Ja, meiste Truppen. Hat sogar der Hausmeier vor dem Kaiserpinguin, trotz Mönche. Jo, dann würde ich sagen, so, dann starten wir Glücksrad hier nach dem ersten Spiel nochmal neu. Zack. Und da geht's wieder los. Ah, so, wo bleibt das stehen? Klack, 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 klack. Oha, Hammer and Anvil. Ja, was du jetzt nicht gesehen hast, Hühnerfutter, ich hab vorhin schon ausgelost, das zweite Spiel findet statt auf Hammer and Anvil. Und das Verliererteam kriegt wieder die Seite. Gleichet wie vorhin. Der Jason soll immer an der Front stehen, genau wie der Hausmeier. Und genau, sind beide links. Kaiserpinguin und Hausmeier oben rechts. Und... dann starten wir hier direkt rein. Ja, diesmal haben wir hier ja in der Mitte deutlich mehr Rambazamba gleich von Anfang an hier. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt hier der Hausmeier auch wieder davon profitiert, dass seine Raids halt einfach besser hinlaufen können und nicht einmal quer über die Map müssen. Was meinst du? Ja, weil der ist ja recht wuselig mit seinen Raids und hier die Steinbrüche sind alle sehr zugänglich für ihn. Naja, das stimmt. Weil sein Gegner steht hier direkt gegenüber, ne? Also er könnte theoretisch hier jetzt hinlaufen und mal anzünden. Ja, wir gucken mal. Oh, da machen sich schon zwei Baumeister
auf dem Weg hier. Uff, da ist Beschuss. Ist das eine Feuerballiste? Das könnte vielleicht eine Feuerballiste sein, oder? Uff. 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 Ja, gut. Das kann das Spiel natürlich auch entscheiden. Könnte gut möglich sein, aber... Oh, und guck mal, was hier noch ist, Hühner vor der... Ein Kripper. Ja, schießt auf die Holzfällhütte, ganz normal. Gibt kein Problem. Oh, da wird Beschuss aufgenommen. Da sind ein, zwei... Oh, der wird aber auch angegriffen. Ich glaube, nee, der muss dran glauben. Ja, wenn es noch so wenige sind, kann die Feuerballiste gewinnen. Aber wenn die Türme mal voll besetzt sind, wird die halt einfach abgegrast. Uff. Einfach angezündet. Kein Problem. Ja, wir gucken mal ganz, ganz kurz hier auf die anderen. Hier hinten, der Arsch mit Ohren hat jetzt natürlich auch alle Freiheiten der Welt, um sich hier auszubauen. Ne? Gerade hier hinten wird vom Gegner sehr wahrscheinlich auch nichts hinkommen. So, jetzt sehen wir aber, oh, die Feuerballiste in starker Gefahr. Hier wurde der Wachturm gebaut und da sind sie hier schon deutlich besser geschützt. Jo, Feuerballiste down. Ja. Wir gucken mal hier oben. Ja. Der Kaiserpinguin lebt ja auch wie die Made im Speck, den bedrängt da gar nichts. Schauen wir mal, was er draus macht. Ja, watschelt hier schon mit seinem Pinguin hin und her. Oh, was ist denn jetzt hier los? Ach, das sind Feuerpfeiler. Ja, der erste große Moment hier von Jason. Erstmal so ein bisschen verspielt. Oh, da wird sogar der Tribok hier angegangen. Der schießt denn darauf? Ach, hier, der Bogenschütze ist das. Der eine Frechdachs da. Mhm. Ja, wir gucken uns mal die Werte an. Uff, alle komplett ausgeglichen aktuell. Da haben alle nix. Bei 20 bis 25. Mal minimal schneller auf 100. Jetzt könnten so langsam wahrscheinlich auch hier die ersten Sklaven und sowas hier vom Hausmeier umherrennen. Ja, das geht jetzt hier für das Team der Arsch und das Vlies natürlich schon um alles, wenn es jetzt nicht sitzt. Ja, und dann, der Tribok wird ja auch gleich abgeschossen, das ist gar nicht schön. Aber ich weiß auch gar nicht, wo er hinschießt. Er schießt da hinten. Auf die Holzfällerhütte, um Gottes Willen. Ja, es gibt überhaupt kein Problem. Dann gucken wir uns mal hier an. Ja, hier hinten hat er schon Steinbruch. Ja, der Getreidefarm, also wenn er läuft, hat er natürlich mit der Produktion ganz gut was am Start. Aber man merkt natürlich, ja, dass diese Feuerballiste ihm auch so ein bisschen fehlt. Ich weiß auch gar nicht, warum er die nicht nachbaut. Ich glaube, ihm fehlt das Geld. Ja, könnte auch sein. Entweder Geld oder die könnte auch zu nah an die Gebäude ran platziert sein. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass er die jetzt nicht mehr nachbaut. Oh, kommt ein kleiner Ausfall hier. Vom Hausmeier, das sind die Ausfalltruppen. Oha. Und die arabischen Bogenschützen-Sortis wuseln hier auch wieder rum. Aber gerade mit dem Tribok, der hier die ganzen Steine verschießt, hat er halt auch viel weniger Geld, weil die Steine halt fehlen. Ja. Sehr gut investiert in die Holzfäller, Leute. Oha. Da sind ja auch Sklaven. Hallo. Oh, da kommen aber Assassinen. Aber die rennen da vorbei. Ja, also ja. Hier Conti bekämpft sich quasi in der Mitte selber jetzt. Beide KIs ja von ihm, Hausmeier und Jason vom Vlies. So, wir gucken mal hier unten. Der Arsch mit den Ohren, das listige Bäckchen. Der schießt hier auch schon wild mit Feuerballisten umher. Ja, und macht hier Ausfälle mit Bogenschützen. Was macht der? Da muss er aber auch ordentlich Gas geben, weil ich glaube nicht, dass da Jason zu lange hält in der Mitte. Ja, mein truppentechnisch sind hier noch alle ganz gesund beieinander. Ja, also da sind wirklich keine Unterschiede erkennbar, aber jetzt kommt sogar schon der allererste Angriff vom Kaiserpinguin. Ziemlich früh. Der kann ihm hier richtig schön in die Seite reinschießen, dass ja. Das hält er, glaube ich, nicht so lange aus. Ja, von der Seite ist natürlich richtig, richtig eklig, weil die meisten KIs auch nicht so wirklich darauf ausgelegt sind.
Obwohl es hier eigentlich ganz gut geht, ne? Er hat halt nur seine zwei hohen Wachtürme. Oha, oha, oha. Das ist schon eklig. Vor allem, er wird die Katapulte auch nur ganz schwer wegbekommen. Krass, guck dir das mal an. Es brennt, Idikov. Ja, es brennt. Aber da steht ein Brunnen direkt daneben. Oh. Und gelöscht. Einmal okay. Gelöscht, Stange. Oha. Gibt kein Problem. Ja, die sind schon weiter gekommen, als Jason vom Vlies hier lieb ist. Der Arsch mit Ohren muss sich beeilen. Sein Teampartner braucht Hilfe. Aber es wird aktuell ziemlich weit oben gewertet. Jetzt hier schon mal bedeutend schneller. Ja, also überleben tut er noch ganz gut. Wir gucken mal. Ja, Mehl ist am Start. Oh, er geht jetzt hier deutlich weiter offensiv nach vorne. Oh, da klettert ein Assassin hoch bei ihm. Eieiei. Ja, Tribok ist jetzt aktuell natürlich auch wieder weg. Ja. Weil Geld nicht da. Aber das tut ihm wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, vielleicht gar nicht mal so ungut. Vielleicht hilft ihm das sogar ein bisschen. Oha, die ganzen Mönche hier. Die Bogenschützen-Sortis, die er hat, die sind auch... es brennt! Es ist pervers, was hier passiert. Ja. Aber Hühnerfutter, ich glaube, der Jason vom Vlies, der macht hier hinten irgendwie auch mit Gebäuden zu, meine ich. Der ist aktuell noch offen. Was hat denn hier gerade? Es sind aber nur Häuser. Ja, aber was hat ihn da gerade angezündet? Oha! Der Arsch mit Ohren. Mal gucken, wo er seine Leitern jetzt anlegt. Klack, 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 klack. Uff, da ist überall Pech. Einer steht noch. Ja, 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 ja. Aber jetzt rennen sie irgendwie... Ach, das sind Buddeltruppen. Ja. Aber wenn er da mal anlegen kann, richtig mit einer Leiter und hochklettern, hat er dann nicht weit auf dem Keep. Also da kann er schon was reißen. Ja, definitiv. Also ich glaube, beim Arsch mit Ohren wurden die Angriffsschützen noch deutlich erhöht. Das führt natürlich dazu, dass er jetzt gerade in der Anfangsphase ein bisschen länger zum Skalieren macht. Das ist viel zu viel. Ich glaube, das reicht hier. Da kommt schon so eine richtig, richtig fette Bartschildkolonne an. Jo, die werden hier einfach rüberrollen. Was? Gibt kein Problem. No. Oha. Also, ich glaube, hätte ich jetzt selber eigentlich nicht unbedingt mit gerechnet. Jason und Arsch mit Ohren hier so untergehen. Also das war ja... Ich fand, das war jetzt nicht mal not even close oder so. Also das war schon irgendwie arg einseitig, muss ich sagen. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber ja, Kaiserpinguin komplett ungestört. Jo. Also gerade angriffstechnisch drückt er halt richtig, richtig krass was raus. Und... Ja, ich weiß gar nicht. Hausmeier gegen Jason. Ich meine, man hat gesehen, war so ein bisschen schwierig bei ihm war. Er hatte ja eigentlich seine Feuerballiste, aber gut. Ja, wenn die halt mal weg ist. Ja, oha, oha, oha. Reicht das schon? Nee, oder? Ich bin nur... Aber jetzt kommt der Hausmeier. Ich glaube, bisher hat der Pinguin alle Kills. Jo, da kommen noch richtig viele Assassinen, aber da kommen auch noch irgendwelche Mönche. Aber das sind Raids. Das sind Raids. Oh, da wird angezündet. Ja, Lord Phoenix schreit jetzt. Nein! Was habt ihr hier für Einstellungen für KI-Positionen eingereicht? Ja, aber so ist die Realität. Oh, da kommt... Nächster Angriff. Der Hausmeier. Ja, der holt sich den. Der war auch dabei. So, sei mal kurz leise, Hühnerfutter. Arschloch. Uff. Ich weiß gar nicht, ob man das gehört hat. Das war so scheiße leise. Der Arsch mit Ohren hat eigentlich noch so einen Todesspruch jetzt, wo er sagt, Arschloch. Jo.
war halt richtig schnell vorbei, ne? Jason 87 gestorben. Ja, weiß gar nicht, ob die schon richtig komplett ausgebaut waren. Also Statistik, auch wenn man sich hier das gescheffelte Gold anguckt, wirklich. Ja. Die beiden zusammen haben nicht mal so viel wie einer von denen, obwohl die sich bevölkerungstechnisch ja eigentlich nichts nehmen. Hausmeier hat sogar ein bisschen weniger, aber halt wirklich mit extrem großen Abstand hier die meisten Truppen. Ja gut, dann steht ja zumindest fest, wo wir hier das letzte Spiel machen. Und ich würde sagen, wir gucken mal. Genau, wir tauschen wieder die Seiten. Es wurde ja gesagt, Jason immer vorne und der Hausmeier immer vorne. Jo, dann ab ins dritte Spiel. Mal gucken, ja, ob das jetzt hier wieder eine 3-0 klare Entscheidung wird oder ob sich jetzt vielleicht doch noch zeigt, dass hier der Arsch und das Fließ eigentlich doch irgendwas leisten können. Ich meine, letztlich, auch wenn sie jetzt hier gewinnen, das ändert ja letztlich nichts an Ergebnis. Oder wenn die Karte früher gekommen wäre, das Spiel wäre trotzdem dann nur 2-1 ausgegangen. Aber es zeigt dann zumindest so eine gewisse Tendenz noch, da das Team durchaus Chancen hätte. So, genau, wir sehen hier wieder gleiche Konstellation. Diesmal macht der Tribok hier aber bedeutend bessere Sachen, würde ich sagen. Ja, sind wir mal gespannt, ob da nicht noch ein Holzfäller in Reichweite gebaut wird. Ja. Oh. Macht mir immer Spaß, so einen Tribok zu beobachten irgendwie, ob er mal trifft. Gucken. Ja, hier wurde schon mal was angeschossen. Ja, langsam, aber sicher wird er die zwei Pole-Turner da schon zerstören. Ja, vor allem was natürlich, man darf nie vergessen, das blutet halt immer Steine aus, ne? Selbst wenn er jetzt Steine reinbekommt, ich meine, die Wachtürme kosten ja nur 10, die wird er bauen können. Aber ansonsten muss er halt immer Steine dann erstmal für alles weitere ausgeben, um das hier zu reparieren. Na ja, Bub, sieht man hier jetzt schön, ne? Hat die Steine erstmal dafür verschwendet, aber... Jason hat halt auch keine. Ja, aber da kommen gerade welche Lieferungen. Wir gucken mal hier, Arsch mit Ohren im Hinterland und Kaiserpinguin im Hinterland. Oh, da kommen jetzt aber einige Watschler hoch und auch da oben. Oh, Feuerballiste hat hier gerade auf irgendwas geschossen. Ja, der Hausmeier wird hier wahrscheinlich auch schon so ein bisschen aktiv gewesen sein mit den Sklaven. Jo, ein Steinbruch weg. Oh, jetzt ziehen sie sich aber sofort hier zurück. Maschine einmal aus, da kommen von Jason sofort die arabischen Bogenschützen. Und rennen direkt rein. Ja, so ein bisschen. Da kommen Slinge. Sogar von beiden. Ganz viele auch. Uff. Ja, das könnte, glaube ich, sogar schon wieder der Angriff vom Kaiserpinguin sein. Ja, und der braucht nicht viele Angriffe, bis er gefährlich wird, haben wir ja schon gesehen. Richtig, also spätestens der zweite Angriff kann tendenziell schon tödlich werden. Aber zumindest aktuell, ja, sieht's eigentlich fast so aus. Oh, da brennt's. Ja, da darf sich der Arsch mit Ohren noch ins Zeug legen. Ja, oh, guck mal, wie wenig der Kaiserpinguin hier hat jetzt. Also, der hat noch richtig, richtig wenig Truppen. Ja, der ist ausgerückt und Verteidiger steht auch quasi nichts da. Uff, Assassine durch Sklaven getötet. Gibt's kein Problem. So, wir gucken mal hier. Oha, das könnte eine richtig gute Aktion werden hier vom Arsch mit Ohren. Wenn er hier seine Bogenschützen postiert, ja, wurden schon einige weggeschossen, dann muss er mal Verstärkung nachordern. Ja, jetzt kommt hier der Hausmeier. Uff, das wird in die falsche Richtung jetzt gehen. Jo, da wird er nicht mehr drauf klarkommen. Der Junge, so, Tribok hat auch wieder den Beschuss eingestellt. Ja, kann natürlich, ich weiß nicht, ob Jason auf den schwächsten Gegner geht. Das könnte hier natürlich sehr nach hinten losgehen. Ich wusste zumindest nicht, dass wir nicht Erinnerungen erreicht haben. Der Arsch mit Ohren. Das ist ein Angriff. Oh, das ist ein Sortis, nee, lol.
Aber das ist ein Angriff. Das ist ein Angriff und, nee, sie gehen auf den Hausmeier. Uff. Oh, richtig schöner Pechfeld hier ausgewichen. Jo, jetzt ist der Arsch mit Ohren hier am Raiden. Ja, und rennt natürlich direkt in die Burg. Sehr gut. Ja. Aber hier noch eine Feuerballiste aufgestellt. Da kommt ja die nächste Feuerballiste angerollt aus dem Hintergrund, ja, wenn sie mal so einen Turm geräumt haben. Oh, hier ist jetzt eine richtig krasse Doppelfront. Ja, können sie die Mönche dran hindern, irgendwas zu zerstören? Sind jetzt natürlich krass abgelenkt. Auch der Arsch mit Ohren hier wieder aktiv. Ja, wir gucken uns mal die Zahlen an. Ja, Kaiserpinguin natürlich wieder super krass jetzt hochgescheppert. Jason hat sogar richtig viele Goldvorräte gerade. Wahrscheinlich ist er hier irgendwie... Oh ja, der ist im Angriff. Der Hausmeier brennt. Hilfe. Uff. Das könnte sein, dass er jetzt den Angriff vom Kaiserpinguin verbrennt. Die Pech. Ja, guck. Nein, die sammeln sich alle am Turm, da brennt nichts. Uff. Glück gehabt. Uff, an. Kann das sein, dass der Keep da nicht begehbar ist, weil da alles stehen geblieben ist? Ich habe keine Ahnung. Oha, absolut fette Katapulttrommel. Jo, also das ist wirklich, wie sagt man das, Hühnerfutter? Die Nadel im Öhr, nee, sein Schwachpunkt. Ach so. Eine fette Katapulttrommel, jo, da ist halt... Sofort die ganze Front hier weggeschossen, da kommt jetzt auch alles nach hier. Uff. Eine dreifache Katapulttrommel, ja, und wenn die sich einmal hier eine gewisse Zeit hält, da tut dem Jason vom Vlies so dolle weh. Ja, ist immer richtig fett bei ihm. Vorne gibt's halt auch sehr viel abzuschießen. Ja, kann das sein, dass er sich bei seinem Tribok das Sichtfeld verbaut hat mit einer Hütte? Der schießt nicht mehr. Ja, aber das kann auch sehr gut sein. Stimmt, ja, da ist jetzt was vorgebaut. Ich glaube, da hatte er auch mal irgendwas. Uff. Da brennt alles. Und der Hausmeier macht richtig Stress mit den Assassinen. Mhm. Und er brennt. Uff. Jetzt brennt er selber. Also, wir konsternieren, brennen beide. Ganz okay. Ja. Ja, konnte aber ganz gut löschen. Uff, da kommt aber der nächste Angriff vom Kaiserpinguin. Und ja, wir dürfen nicht vergessen, das ist hier... Ach Mensch, dass ich dich jetzt nicht spoilern kann. Mein erstes Team hat ja auch richtig gut performt und hat sie auch richtig stark... hat auch richtig stark abgeliefert, aber die liefern jetzt genauso ein starkes Spiel ab, also... Das fällt mir super schwer einzuschätzen, wer im ersten Halbfinale da so ein bisschen die Nase vorn hat. Also, ja, spätestens jetzt, glaube ich. Ja, jetzt ist Hopfen und Malz verloren. Ja, hier ist sofort alles komplett eingeschossen an der Front. Man hat es auch gesehen, der Angriff vom Arsch mit Ohren ist komplett verpufft. Ja, meinert... Der Vorteil, den das Team hier hat, beide Leute hier haben noch quasi eine Rückversicherung. Lord Phoenix hier hat ja noch mit den Tusken-Bundle noch eine zweite KI und Conti kommt ja so oder so weiter mit dem Hausmeier. Oha, da holt sich der Hausmeier jetzt so einen Kill. Da hat er sich einen Kill geholt. Ach du Ernst, guck mal, was hier aufgestellt ist. Ja, geht der hier gleich weiter, oder? Weiß ich nicht. Nee. Ja, nö. Der macht nochmal Picknick zu Hause und dann. Mhm. So, hier mogeln die Knochen von Jason von den Argonauten. Ja, uff. Arsch mit Ohren mit richtig, richtig vielen Truppen. 200 Stück an der Zahl. Ja, da rückt er auch aus. Den gucken wir uns nochmal an hier. Oh, der Hausmeier rückt auch aus. Aber, ja gut, die werden sich halt auf offenem Feld begegnen. Ja, vielleicht... Ja, gut. Ne, die treffen sich. Wenn sie sich aus dem Weg gegangen wären, vielleicht mit den Leitern, aber so... Alle Leitern wurden hier auch gerade weggehäckselt und der Pinguin kommt ja auch hinten nach. Ja.
Ja, da passiert jetzt nichts mehr. Nee, zumindest nicht beim Hausmeier. Nee. Ja, ich glaube, der Arsch mit Ohren ist jetzt offiziell im Arsch. Naja, du hast sein Pech am Pennerhof vergessen. Ja gut, vielleicht überlebt er nochmal. Ja, aber hat auch nicht so viele Belagerungsgeräte jetzt hier aufgebaut. Uff, hat er nicht aufgelöst. Ja, Belagerungssturm geht nach Hause. Ja, boah, guck mal, easy verteidigt. Ja, der holt das noch, oder? Ja gut, Hier brennt wieder alles da oben. Ja, also Hausmeier mit seinen ganzen Sklaven. Wo der hier eigentlich, guck mal, jetzt hat er hier eine... Ja, jetzt geht er halt weg und dann... Jetzt rückt er ab und alles brennt. Perfekt getimt. Oh. Jetzt brennt er. Jawohl. Mit seinem Pechgraben noch besser. Ja, kann durchaus sein, dass er sich mal selber damit auch angezündet hat. Obwohl ich glaube, er hat nur diesen Streifen hier wirklich am Pennerhof. Weißt du, da war es 100% ist aus dem Kopf. Ist halt eine super Feuerbrücke von der einen Seite zur anderen. Mhm. Ja, hier vorne ist jetzt auch uff, schon wieder. Oh, und der Kaiserpinguin kommt nach und holt den Kill, oder? Ja, könnte gut möglich sein. Ja, nee, brennt wieder. Komm ein paar hoch. Gucke mal. Ja, jetzt ist eigentlich das Streiten, wer holt den Kill hier? Hausmeier oder Kaiserpinguin? Ja, also, Team Hauskaiser, very, very strong. Kann man so festhalten, denke ich. Ja, way too strong. Ja, also, Hausmeier war ja generell von vielen, im ersten Template, von vielen einer der Favoriten gewesen, bei vielen in den Top 2, bei manchen sogar der komplette Favorit. Von Conti, Jason. Von dem Fleece, der war erst so, ja, er hat halt nicht gut performt, war nur so Mittelfeld, aber dann zum Ende hin ist er, glaube ich, zweimal Zweiter geworden. Sieht mir wieder nach einem Kaiserpinguin aus. Ja, das reicht, also ich glaube nicht, dass da noch genug Pech ist, um das zu retten. Nee, wird doch nicht mehr aus. Uff. Ich hätte nichts sagen sollen, ich hätte einfach nichts sagen sollen. Ich will eigentlich nur mal den Spruch hier von ihm hören. Arschloch. Uff, da wäre auch noch mal der Hausmeier hier mit einer riesen Armada nachgekommen. Ju. Ja, waren dann doch eigentlich drei sehr einseitige Spiele. Schade irgendwie. Ich hätte gehofft, dass die anderen da sich besser zeigen können. Ja, aber ist so wie es ist, ne? Das ist halt die harte Realität. Kann nicht immer alles super komplett ausgeglichen sein und ja, das Team hier einfach ja, drückend überlegen, kann man schon so festhalten. Also das einzige im zweiten Spiel auf Hammer and Anvil, wo man so kurz dachte mit der Feuerballiste, aber ansonsten waren Hausmeier und Kaiserpinguin schon in allen Phasen des Spiels sehr, sehr überlegen, ja, denn ja, Trostkarte geht raus an Lord Phoenix mit einem Arsch von Ohren, aber er hat ja noch mit der Tuskenbande die zweite Chance. Ja, Jason ist zwar rausgeflogen, aber Hausmeier ist halt weiter. Und Kaiser Friedrich mit seinem Kaiserpinguin weiter, der hat jetzt sogar zwei KIs im Halbfinale. Und ja, der wird aber spätestens eine noch auf dem Weg zum Finale verlieren. Ja, Hühnerfutter, ich werde gleich zur Tabelle wechseln. Hast du noch ein paar abschließende Worte hier für die Leute? Ich vermute nicht. Ja. Eher weniger. War schön, dass du dabei warst. Hoffen wir mal, dass die anderen Spiele ausgeglichener werden. Ja, mal gucken. Ne? Wir wollen hier erstmal so eine gewisse Dominanz aufbauen. Umso größer ist der Aufschrei, wenn gerade die Teams dann rausfliegen. Kann natürlich auch passieren, ne? Also, ja. Denn, macht YouTuber vor der, vielleicht hört man sich mal wieder. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Jawohl, damit sind wir wieder in der Tabelle und hier sieht man es jetzt. 3-0 vom Hauskaiser gegen den Arsch und das Vlies. Ja, wie schon gesagt, absolut dominante Vorstellung. Das heißt, wir haben das erste Halbfinale zusammen.
Und ja, man kann sagen, das wird ein absolutes Knallerding zwischen den beiden. Die haben sich ja beide keinerlei Blöße gegeben und man kann sagen, die sind gegen ihre Gegner ziemlich durchmarschiert. Und ja, wer dann von den beiden gewinnt, ich habe keine Ahnung, aber ja, irgendwer wird halt weiterkommen. Ja, denn beim nächsten Mal, das nächste Viertelfinale, vier Seuchen für ein Halleluja gegen die Tusk-Schweinchen. Ja, wir werden sehen, aber eins ist sicher, alles wird gut. Ja, ja, ich weiß, ich bin schmutzig. Entschuldigung, Entschuldigung. Aber noch immer stark. Noch immer stark.